Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dark Souls. Ich bin die Nuviel und in der letzten Folge haben wir fast diesen dicken, fetten Ogre besiegt, wobei natürlich ich wieder schön irgendwo hängen geblieben bin und er uns dann einfach eiskalt eine Nackenklatsche verpasst hat. Das geht gar nicht. Wir hatten ihn fast geschafft. Wir müssen unsere Seelen zurückholen. Lauf schon mal hin. Ihr seht schon, auch oben links in unserer Leiste, unserer Lebensleiste, die wird auch mit jedem Tod kleiner. Ich glaube aber maximal bis zur Hälfte. Noch weiter runter würde es, glaube ich, nicht gehen. So, da liegen unsere Seelen. Oh, wir hatten den fast geschafft. 180 Seelen. So, da ist er. Der Spinner. Oh. So, Leute. Wir versuchen den zu verhauen. Okay, erfolgreich nicht getroffen. Oh Mann. So. Und diesmal. Macht er einen Sitzer wieder? Ja. Und nochmal die Arschattacke. Und nochmal die Arschattacke. Jetzt macht er die aber gleich nicht mehr. Nein. Arschattacke? Nein. Ah! So. Arschattacke. Da ist sie wieder. Das ist auf jeden Fall der passende Moment, wo wir dann echt zuschlagen können, genauso wie da. Und ich treffe natürlich nicht. Vor allem, es dürfen uns echt keine Fehler passieren. Also in dem Fall mir. Komm, 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 komm. Einmal getroffen. Also, wir hatten ihn ja fast geschafft, Leute. Wir werden ihn kaputt machen. Wird jetzt ein bisschen dauern. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Jetzt macht er bestimmt die Sitzattacke. Rückenattacke. Einmal erwischt. Rückenattacke. Oh Gott. Na? Sitzattacke macht er jetzt wieder. Ja. Die Sitzattacke. Die brauchen wir. Eieiei. Wir dürfen nur nicht zu übermütig werden. Ein zu kurzes Schwert. Nein! Oh. Wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Sitzattacke, bitte. Ja. Das ist so die einzige Möglichkeit, wo er dann. Nein! Oh. Erwischt. Ja. Oh Mann, ihr seht schon. Ich weiß gar nicht, wie angespannt ich gerade hier sitze, weil das mich so ultra stresst schon wieder. Wir benutzen einen Heilungsstein. Oh Mann. Wir müssen unbedingt ihn dazu nötigen, diese Sitzattacke zu machen. Nein! Okay. Wir haben nur noch drei Lebens. Also wir müssen den jetzt kaputt machen. Weil sonst wird's echt knapp mit unseren Lebenssteinen. Keinen Fehler machen. Keinen einzigen. So. Komm, komm, komm. Ah, so viel zum Thema kein Fehler. Oh Mann. Oh Gott. Sitzattacke. Sehr gut. Sitzattacke. Sehr gut. Boah, der Ultra Punch. Sitzattacke. Ja. Perfekt. Sitzattacke.
Blitzattacke. Das ist die Strategie, Leute. Okay. Und da ist sie wieder, die Blitzattacke. Der Arschplatscher. Und nochmal. Oh nein, ich bin zu weit weg. Oh Gott. So. Wir brauchen wieder Ausdauer. Oh, und er macht den Rücken. Sitzattacke? Yep. Oh, und nochmal. Sehr schön. So, diesmal dürfen wir keine Faxen machen. Ja! So. Und wir haben einen Steinrin bekommen. Und hier liegt auch noch ein Item. Goldharz. Gut, dann gucken wir mal. Ups, falsch. Was? Nein, Ausrüstung. So, wir... Achso, seht ihr, ich habe vergessen, den Lebensring, den wir ja noch haben, anzulegen. Der zusätzliche Verringerung der gegnerischen Balance. Das legen wir auch erstmal an. Dann hatten wir jetzt noch Goldharz. Verleiht Waffe vorübergehend Blitz. Stärkt vorübergehend Glück. Die hatten wir in der letzten Folge gefunden, die rostige Münze. So, und wir haben den verdammten Ogre kaputt gemacht. Sehr schön. So. So, jetzt können wir beruhigt weiterziehen. Und wir haben jetzt sehr viele Seelen bekommen. Ich glaube, ja, 1000 Stück hat er uns gebracht. Wir werden uns jetzt erstmal hier hinsetzen und uns regenerieren. Und dann geht's hier weiter. So, hier sind auf jeden Fall Nebelwände. Dann gehen wir erstmal hier rein. Das ist jetzt, glaube ich, hier das Tutorial. Genau, ja. R1 für Angriff. So. Untersuchen, Zielfixierung, ja. Was ich schon die ganze Zeit mache, mit R3 das Ziel anvisieren. Und dann kann ich auch wechseln, das Ziel wechseln. Steht hier noch was? Nein. Und vergessen. So, halten um zu sprinten. Gut. Da ist einer. Habe ich doch gehört. So. Oh. Da ist schon wieder so ein Spinner. Aber da kommen wir noch nicht hin. Nee. So, hier ist noch ein Schild. Hinter dem Gegner kritischen Angriff. Das nennt sich auch Backstabbing, Leute. Oh. Ja, einmal schön um die Ecke gucken. Hier ist ein Item. Und wir haben einen Dolch gefunden. Oh nein, was mache ich denn? Der Dolch macht der macht weniger Schaden als unser gerades Schwert. Naja, gerade ist das Schwert auch nicht. Das ist total abgebrochen. Nun gut. Ja, ist aber grundsätzlich leichter. So. Was steht da? Rollen. Und trotzdem. So, und da kommt noch einer. Ausgerüstete Waffe wechseln. Ja, könnte man machen, aber ich habe ja aktuell nur das gerade Schwert ausgerüstet. Später bekommen wir sicherlich noch richtig tolle Waffen. Womit ich immer sehr gerne gespielt habe, ist eine helle Barde, weil die einfach übelst die Reichweite haben. Und einen sehr schönen Schaden eigentlich. Starken Schaden auch macht. Oh. Aber schnell, bevor der zuschlägt. Angriff ist die beste Verteidigung.
Und einen Lebensstein haben wir zurückbekommen. Yay, nachdem wir, weiß nicht, wie viele hatten wir vorher? 10? 7 Steine für diesen dicken Oger verbraucht haben. So, wo sind wir denn hier? Kamera bewegen. Ach, das sagt er mir jetzt erst. Nun gut. So. You. Oi. Give us food. Yes, you. Give us Silky. Okay, dem können wir hier irgendwas geben. Hier im Nest. Was? Okay. So, hier können wir eine Leiter herunterlassen. Und hier liegt ein Item. So. Wir werden das Item natürlich holen. Aber natürlich so runterspringen, ohne dass wir dabei draufgehen. Und eine Seele eines namenlosen Soldaten. So. Und kommen wir hier. Ah, okay. Hier ist die Leiter auch runter. So, dann nehmen wir hier mal die nächste Nebelwand. Da steht der rechte. Ja, das können wir auch als Zweihandwaffe, wenn wir wollen, führen. Linke Waffe zweihändig? Ach so, halten. Ah, okay, das kann ich auch als. Wusste ich gar nicht. Da lernt man ja noch was. Oh! Das war ja haarscharf. So. Natürlich war das alles auch so geplant. Genau so. So. Checken wir das hier mal aus. Was ist hier? Oh nein. Sprinten und Sprintsprung. Okay. So geht das. Aber bei meinem Glück werden wir hier jetzt gleich schön runterfallen. Oh Gott. Komm, komm, komm. Uff. Geschafft. Liegt ein Item. Ein gelbes Kraut. Ne, zweimal haben wir das bekommen. So, checken wir mal aus. Was macht das? Ups, da. Stellt ein paar Zaubereinsätze wieder her. Nun gut, Zaubereinsätze haben wir natürlich nicht. Also wir sind kein Zauberer, wir sind ein verdammter Krieger. Wobei wir uns natürlich auch auf Zauberei, wenn wir das möchten, skillen können. Aber nein, aber nein. Ah! Oh, hier ist eine Leiter. Wusste ich gar nicht. Dann klettern wir mal da hoch. Gucken, was es da oben gibt. Warte mal. Ich dachte, ich hätte was gehört, okay. So, was ist hier? Ja, beim Fallen Sturz. Ah, okay, hier lernt man den Sturzangriff. Parieren. Kann man auch parieren. Das habe ich nie in diesem Spiel verstanden mit diesem Parieren. Ich habe es nie geschafft, irgendwas zu parieren. Ohne Witz. So, jetzt können wir den. Aber seht ihr das da hinten? Wenn wir jetzt herunterspringen, der kommt gleich an. So, aber vorher machen wir den hier platt. Oh! So. Keine Chance. Zack. Hier ist eine Nebelwand und eine Tür. Erstmal gucken wir, was hier an der Nebelwand ist. Wir treten mal durch. Ah, okay, dann kommen wir hier raus. Ja, und hier oben raus. Okay, da ist ein Glubschi. Nein, zwei Glubschis. Oh, bei denen bin ich auch sehr oft gestorben, diese Viecher. Die sind mega blöd. Oh. So. Hier war noch eine Tür, hatte ich gesehen. Mal gucken, ob wir die aufkriegen. Hier ist ein Item. Okay, hier liegt ein Item. Ein geborstener roter Augapfel. Upsala. So. Das ist der hier. Damit können wir andere Welten invasieren, also anderen Spielern auf den Sack gehen, was wir aber erstmal nicht machen werden. Ich habe noch nie wirklich invasiert, Tatsache. Ich wurde immer nur invasiert von irgendwelchen Spielern.
So, jetzt müssen wir hier runter. Und... okay. Eine Statue blockiert euren Weg, super. Okay, hier kommen wir anscheinend nicht vorbei. Ah. So. Dann laufen wir hier mal weiter. Ah, und hier sind schon die ersten Nachrichten von anderen Spielern. Ich spiele es immer sehr gern online, weil dann sieht man diese Nachrichten, die natürlich manchmal sehr hilfreich sind. Aber es gibt auch andere Spieler, die einen verarschen wollen und schreiben irgendeinen Stuss hin. Und du trittst dann in eine Falle rein. Alles schon gehabt. So. Ah, Matula. Wir sind jetzt in Majula. Das ist, glaube ich, die Hauptstadt. Oder das... ja. Hatte ich doch was gesehen? Ja, hier. So, einen göttlichen Segen. Das ist, glaube ich, auch für zur Wiederherstellung von Leben und so. So. Schauen wir uns hier mal um. Erstmal das Leuchtfeuer entzünden und setzen das mal kurz hin. So werden wir wieder geheilt. Gut, dann schauen wir uns mal um. Are you the next one? Stimmt. Or merely a pawn of fate, bearer of the curse. I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. May it ease your journey. Oh, wir haben ein Estus Flakon von ihr bekommen. Das sind die dauerhaften Heiltränke hier in dem Spiel. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrick. So, die Smacker-Routin gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Jetzt können wir hier bei der Tante aufleveln. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Okay, wir müssen weitere Seelen sammeln. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me, so that hope will not fade away. Also wir sollen vier große Seelen finden, damit wir hier zu dem König kommen. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. That is the only way. Lest this land swallow you whole, as it has so many others. So, jetzt können wir bei der Tante aufsteigen. Wir können Estus Flakon verstärken bei ihr, aber dafür brauchen wir halt Scherben, die wir jetzt im Lauf des Spiels natürlich in jedem anderen Gebiet finden können. Und wir können noch mal mit ihr sprechen. Vielleicht hat sie noch was anderes zu sagen. Over the hill and past the forest is the king's castle. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it. Those okay. Who come to Drangleic seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower, his spirit is already broken. Although he does offer sound advice. Perhaps he is a foreshadowing of your own future. That tiny thing inside the ruins. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom.
Provided you find her on a good day. Also ich muss euch dazu sagen, das Spiel spricht grundsätzlich in Rätseln. Ja, also... The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn hollow. Stay strong. Do not lose hope. Das werden wir nicht. Wir werden auf jeden Fall nicht die Hoffnung aufgeben. Was? For when the undead dies, it is never truly dead. But only one step closer to hollowing. Das ist das, was ich meinte. Wir werden immer, kriegen immer wenig Leben. But all hollows were once undead. Okay. Gut, dann steigen wir erstmal auf jetzt bei der Tante. So, wir brauchen... Hier seht ihr es schon. Warte mal, vielleicht kann ich das liefern. Genau. Hier kann ich mir das anzeigen lassen. Wir brauchen hier benötigte Seelen. 901, um ein Level aufzusteigen. So, wir können zwischen Vitalität, Kondition, Belastbarkeit, Zauberei ist das, glaube ich, Stärke, Geschicklichkeit, Anpassung, Intelligenz und Willensstärke auswählen. Da wir aber natürlich Krieger spielen, also ich werde mich, glaube ich, höchstwahrscheinlich nicht auf irgendeine Zauber- oder Priester-Gedöns einlassen. Ich bin da eher so, wenn dann, so ein Haut-drauf-Typ. Wir brauchen auf jeden Fall Stärke. Dann werden unsere... Okay, wir können nur eines aufsteigen. Verdammt. Na gut, wir steigen mal ein Level auf. Wir erhöhen unsere Stärke damit. So. Sehr schön. Hat sie noch... Oh. Nein. If you find an Estus shard, bring it to me. So that I may ease your burden. Gut, also hier können wir dann die Estos-Flakon-Scherben dann bringen. Steht ja auch hier Estos-Flakon für Stärken. Das machen wir dann, werden wir dann später auf jeden Fall auch nutzen. So, hat die noch was zu sagen? Okay, die hat sehr viel zu sagen. Those who come to Drang Lake seeking salvation. Aber das hatten wir jetzt, glaube ich. Ja, okay. Sie hat nicht mehr zu sagen. So, dann schauen wir uns weiter um. Hier oben ist noch ein Turm. Hier sitzt auch ein... You're undead, aren't you? Wer ist er denn? You have that distinct scent. The smell of irreversible fate. Hat er gerade gesagt, wir stinken? This is Majula. It is a kind of settlement. A place where life is almost normal. And in Drang Lake these days, there are very few places like that. Okay. Hat er noch was zu sagen? Ah, okay. Jetzt stellt er sich vor. I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. Okay. Der hat so ein bisschen Selbstmitleid, hat noch was zu sagen? Much about souls. Even I'm not certain, but... I'm told that the soul is the essence of life itself. Anything living, sentient or no, supposedly has one. What we call the curse is traceable to the soul. Do you see what that means? To be alive, to walk this earth. That's the real curse, right there. We undead will never die. And that's quite a predicament, really. There are four beings in this land with giant souls. Da, die brauchen wir natürlich, die riesigen Seelen, damit wir zum König kommen. Come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse.
If that frightens you, then you ought to just give up right now. Like I have. Wir haben natürlich keine Angst. Wir werden uns den großen Seelen natürlich stellen. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long and treacherous. You'll face invaders from other worlds at every turn. If you need help, why not proclaim faith in the Blue Sentinels? When you face danger, the Blue Sentinels will come to your aid. Protection is yours, if you wish. You need only accept their kind embrace. Okay, bietet uns ein Eid an. Den Eid des Blauen Pfads, den nehmen wir jetzt erstmal an. Falls wir von irgendwelchen anderen Spielern invasiert werden. Und wir haben ein blaues Siegel bekommen. Eid geleistet. That is a wise decision. Werden uns hoffentlich blaue Sentinels, also Wächter, helfen, die kaputt zu schlagen. Let the Sentinels cradle you in their embrace. Alles klar. Gut. Wir haben ja jetzt hier... Ist das dieser Ring? Genau, Eidring für Apostel des Blauen. Bla bla bla. Ah, der... Dies ist der Ring des Eids, des Blauen Pfads. Er erhöht die TP leicht. Bla 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 bla. Den können wir ja erstmal anlegen. Der erhöht unser Leben auch nochmal leicht. Huch. Oh, da ist ein Abgrund. So, was gibt's denn hier? Wahnsinn. Wie viel sind denn das? Wahnsinn. So viele Tote weltweit. Ja. Ich kann diese Zahl noch nicht mal mehr aussprechen. So groß ist sie. Was ist hier? Die Buchstaben sind bis zur Unkenntlichkeit zerrissen. Schade. Na dann. Dann eben nicht. So. Dann schauen wir uns mal hier noch um, ob es hier noch irgendwas gibt. Was steht hier? Leben voraus, kurz gesagt Meister. Naja, Leben voraus. Sieht mir das zum Beispiel nicht danach aus. Ja, da hat wieder jemand Stoß erzielt. Oh, hier ist ein Item. Und wir haben 3 Lebenssteine dazu bekommen und Seele eines namenlosen Soldaten. Die Seelen, die wir jetzt finden, die können wir halt auch benutzen, um Seelen zu bekommen. Ah, verdammt, ich drücke nun mal die falsche Taste. Irgendwas. Hier, das Estus Flakon müssen wir ausrüsten. So. Und hier sitzt auch jemand. Wir sind Uriel. Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. I'm a blacksmith. I'm nothing without my tools. Okay, das ist der Schmied hier in der Stadt. Okay. Er hat sich hier irgendwie aus seiner eigenen Schmiede ausgesperrt und wir sollen seinen Schlüssel finden. Ist das eine Wurst? I'm a blacksmith. Bring me that key. Ja. Okay. Wir sollen seinen Schlüssel finden, damit er wieder in seine Schmiede kann. Sehr schön. So. Laufen wir erstmal hier lang. Was ist das denn hier? Oh, ein Item. Ein Heimat... Ne, Blödsinn. 5 Heimatknochen. Die sind auch sehr praktisch, falls mal uns ein Boss oder irgendwas auf den Sack geht, damit wir zum Leuchtfeuer, glaube ich, zurückkommen. Genau, Rückkehr zum letzten Leuchtfeuer. Gleich mal ausrüsten. So. Hier können wir auch ein Eid leisten. Siegerstein. Was macht denn der? Dies wird euch auf einem beschwerlichen Weg leiten. Ah, das ist der Eid. Lass mich kurz nachdenken.
wo die Gegner halt auf jeden Fall immer wieder zurückkommen werden, weil bei Dark Souls 2 ist es, glaube ich, tatsächlich so gewesen, wenn man die Gegner oft genug verprügelt hat, spawnen die irgendwann nicht mehr. So, aber das lassen wir erstmal. So. Und noch ein Lebensstein. Sehr schön. Alle die Lebenssteine, die wir jetzt verloren haben bei diesem blöden Ogre, kriegen wir jetzt wieder. Hier ist noch ein Haus. Checken wir das hier mal. Und hier sitzt auch ein. Wer bist du denn? Hallo da. Hi. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, Please do have a look at my wares. I could really use the business. If you'd be so kind. Okay, bei ihm können wir Sachen kaufen, die alle arschteuer sind und die wir erstmal nicht brauchen. Aber verkaufen kann man bei dem nicht. Nee, verkaufen kann man nicht bei dem. Aber mit ihm sprechen können wir mal. From Volgen. Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible for business, really. Okay. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgen. Die blauen Wächter. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Okay, die blauen Wächter erzählen nur Stuss, oder wie? By the gods, why the hell am I here? Okay. Hat uns nichts mehr zu sagen. I do hope I see you again. Nun gut, hier ist noch eine Leiter. Und eine Kiste. Und wir haben eine Titanit-Scherbe gefunden. Die brauchen wir, um später unsere Ausrüstung aufzuwerten. Also unser Schwert und unsere Rüstung, die wir tragen, zu verbessern. So, hier ist noch ein dickes Haus. Aber da, genau, da kommt man noch nicht rein. Braucht man, glaube ich, auch einen Schlüssel. Das kann man hier runter. Und hier ist ein Item. Das wusste ich tatsächlich noch. Und wir haben eine Estus-Schlag-Korscherbe gefunden, die wir gleich der Tante bringen. Achso, und hier waren ja die Ferkel. Da kommt's auch schon an. Nein, die machen einen Ultraschaden, die Dinger. Lass mich in Ruhe. Wo sind sie denn? Okay, es kommt an. Na. Na komm. Oh, es sind drei Stück. Oh my goodness. Ey. Hat er mir eine verpasst? Warum halten die so viel aus? Oh, machen so viel Schaden vor allen Dingen. Gottes Willen. So. Fliegen hier gerade Schweinchen. Warum halten die so viel aus? Und machen so viel Schaden. Das ist. Oh.
nicht richtig. Oh Mann. Jetzt. Okay, eins haben wir kaputt und lächerliche 20 Seelen bringen die. Aber wir müssen auf unser Schwert aufpassen. Weil das hat auch nur eine gewisse Haltbarkeit. Weil wenn es zerbricht, müssen wir es reparieren. Und da wir ja den Schmied noch nicht freigeschaltet haben, haben wir so ein Problem dann. Wobei wir ja noch einen Dolch haben. Okay, aber... Oh, diese elende Schweinchen! Okay. Oh mein Gott, nass. Aber unser Schwert ist fast kaputt, ey. Oh, ich hänge. Warum hänge ich da? Oh. Okay. Gut, unser Schwert wird es nicht überleben. Deswegen setze ich mich jetzt schnell ans Leuchtfeuer. Mal gucken, ob das geht. Oh, ja, zum Glück. Gut. So, dann haben wir Majula jetzt erstmal erkundet. Ich glaube aber, wir hatten jetzt da hinten das eine Haus noch vergessen. Weil die Schweinchen ja schon angetrappt hier kamen. Da werden wir mal in der nächsten Folge dann reinschauen. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Dark Souls dann. Ciao!